Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Jesus, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Dein Name sei gelobt. Seigneur, parle à ton peuple. Sprich zu deinem Volk. Que seul ta volonté soit faite. Damit nur dein Wille geschieht. Au nom du Saint Jésus-Christ. Im mächtigen Namen Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le livre. Wir nehmen unsere Bibel. Nous sommes dans Proverbe. In Sprüche. Nous sommes dans Proverbe 24. In Sprüche 24. Proverbe 24. Sprüche 24. Nous sommes au verset 30. Vers 30. Jusqu'au verset 34. 30 bis 34. Ok. Lis. Comme on fait l'habitude. J'ai passé près du champ d'un paresseux. Am Acker eines Faulen kam ich vorüber. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Et voici les épines y croissaient partout. Und siehe, war ganz in Nesseln aufgegangen. Les ronces en couvraient la surface. Seine Fläche war mit Unkraut bedeckt. Et le mur de pierre était écroulé. Und seine steinerne Mauer eingerissen. J'ai regardé attentivement. Und ich schaute es. Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Ich nahm es mir zu Herzen. Ich sah es an und nahm mir daraus eine Lehre. Un peu de sommeil. Noch ein wenig Schlaf. Un peu d'assoupissement. Noch ein wenig Schlummer. Un peu croiser les mains pour dormir. Noch ein wenig Hände falten, auszuruhen. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut. Et la disette comme un homme en armes. Und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Juste un peu d'assoupissement. Nur ein bisschen Schlaf machen. Juste un peu de sommeil. Nur ein bisschen noch schlummern. Ne demande pas beaucoup, ne demande pas beaucoup ici. Nicht, möchte hier nicht viel. Il parle ici. Juste un peu. Sagt, nur ein bisschen noch schlafen. Juste un peu croiser les mains. Nur noch ein bisschen Hände falten. Alléluia. Ce sont les choses qu'on nous a prêchées le plus souvent quand on voulait nous soutirer de l'argent. Diese Dinge hat man zu uns gepredigt, als man uns das Geld aus der Tasche ziehen wollte. Dans les assemblées, on parle de la prospérité. In diesen Gemeinden, wo von Wohlstand gesprochen wurde. Alléluia. Aujourd'hui, on va un peu comprendre, regarder ça un peu comme ce que le Seigneur veut nous dire. Heute werden wir mal anschauen, was der Herr uns wirklich zu sagen hat. Il dit, j'ai passé. Ich habe verbracht. J'ai passé près du champ, le champ d'un paresseux. Am Acker eines Faulen kam ich vorüber. Un paresseux. Ein Fauler. Vous savez, le Seigneur n'aime pas les paresseux. Wisst ihr, dass der Herr nicht die faulen Leute liebt? Déjà, il est dit que le royaume des cieux sont. Es steht schon geschrieben, ins Königreich Gottes kommen nur die Gewalttätigen rein. Und diejenigen, die mit Gewalt reinbringen möchten, die kommen wirklich hinein. In diesem Land, wo wir uns hier befinden, wenn wir noch ein bisschen schlafen, ein bisschen schlafen, und noch ein bisschen so da sitzen. Après, on se retrouve en train de ronfler. Und dann werden wir nämlich schnarchen. Ça fait combien de temps qu'on a fait des séminaires? Wie lange Zeit halten wir schon Seminare? Combien de fois sommes-nous sur TV de vie? Wie oft schauen wir uns TV de vie an? Combien de messages écoutons-nous chaque jour? Wie viele Botschaften hören wir uns denn jeden Tag an? Mais après ça? Und dann? Un peu croiser les mains. Wollen wir ein bisschen Hände falten? Un peu s'assoupir. Und ein bisschen sich ausruhen? Pas beaucoup.
Nicht viel. Juste un peu dormir seulement. Nur ein bisschen noch schlafen. Il est passé près des murs, près des champs. Il arrive, il passe près du champ d'un paresseux. Er kommt da an einem Acker vorbei, der einem Faulen gehört. Regardez les caractéristiques de ce champ. Schaut mal, wie dieses Feld ausschaut. On parle d'un homme dépourvu de sens. Man spricht hier von einem Menschen ohne Verstand. Voici les épines y croissaient. Und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen. Oh Seigneur, je n'arrive pas à réussir mes études. Oh Herr, ich schaffe mein Studium nicht. Je ne travaille pas. Ich arbeite nicht. J'ai tel problème. Ich habe dieses Problem. Oh, on ne m'aime pas. Die Leute lieben mich nicht. Mes frères ne me visitent plus. Meine Brüder besuchen mich nicht mehr. Je suis seul. Bin ganz allein. En Allemagne, on ne se rassemble même pas. In Deutschland versammeln wir uns nicht mal. Je n'ai même pas d'assemblée. Ich habe keine Gemeinde. Je suis seul ici dans ma ville. Ich bin ganz allein in meiner Stadt. Un peu croiser les mains. Ein bisschen noch Hände falten. Ich werde euch diesen Satz heute öfter hinwerfen. Jedes Mal werde ich diesen Satz wieder aufschreiben. Ein bisschen noch schlummern. Und anschließend befinden wir uns beim Schnarchen. Les épines ici représentent quoi? Les soucis. Diese Nesseln oder Stacheln bedeuten die Sorgen. Les soucis de la vie. Die Sorgen des Lebens. Matthieu 13 en parle. Matthäus 13 spricht davon. Les soucis du monde, les soucis de ce siècle, les désirs, les chants de ce monde. Die Sorgen dieser Welt, die Sorgen dieses Zeitalters, die Begierden nach den Dingen der Welt. Un peu croiser les mains. Ein bisschen noch Hände falten. Un peu s'assoupir. Ein bisschen noch schlummern. J'ai passé près du champ. Il y avait des épines. Ich bin vorbeigekommen an einem Feld und da waren Nesseln. Le champ d'un paresseux. Da sah das Feld eines Faulen. On ne veut pas travailler. Wir möchten nicht mal arbeiten. On attend les autres. Wir wollen, dass die anderen anfangen. On veut seulement travailler là où il y a le feu. Wir wollen nur da arbeiten, wo schon Feuer. Là où le feu a commencé. Da wo schon Feuer besteht. Oui, c'est là où on veut venir. Ja, da möchten wir hin. On ne se pose même pas les questions. Aber wir stellen uns keine Fragen. Comment ce feu a commencé? Wie hat denn dieses Feuer begonnen? Comment les gens ont semé pour travailler? Wie haben die Leute denn gesehen, um da zu arbeiten? Wir möchten selber gar nichts tun. Mais on est là pour couler. Aber wir tun, wir beklagen uns. On est là pour se plaindre. Wir lästern. On ne se pose pas les questions. Wir stellen uns keine Fragen. Noch schlimmer, wir beten nicht mehr. So sehr sind wir von unseren Sorgen belastet, von diesen Nesseln und Stacheln. Die Sorgen in unseren Familien. Oh, les enfants, les parents, les machins, die, comme ça. Die Kinder, die Eltern und so weiter und so fort. Mein Vater und meine Mutter sind so. Les soucis, tellement de choses dans la tête. Die Sorgen von so vielen Dingen im Kopf. Et puis, und dann? Un peu dormir. Ein bisschen noch schlafen. Un peu croiser les mains. Ein bisschen noch Hände falten. En Matthieu 25. In Matthäus 25. La parole des vierges. Sagt uns das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Man sagt, alle 10 sind eingeschlafen. Sie haben geschlafen. Halleluja! Ein bisschen schlafen. Ein bisschen schlummern. Il dit, und sagt, au verset 31, et voici les épines, ils croissaient partout.
In Vers 31 und sie, es waren ganz in Nesseln aufgegangen. Les ronces couvraient la surface. Seine Fläche war mit Unkraut bedeckt. Et le mur de pierre était ébroulé. Und seine steinerne Mauer eingerissen. Le mur qui était là pour protéger. Das war diese Mauer, die hier war, um zu beschützen. La barrière de protection. Diese Barriere des Schutzes. La parole. Das Wort. La mur du chrétien. Die Mauer des Christen. Tout ça s'était écroulé. Das alles war zerstört. Un peu dormir. Ein bisschen schlafen. Un peu s'assoupir. Und ein bisschen schlummern. Parce qu'on regarde toujours à gauche et à droite. Denn wir wollen immer links und rechts schauen. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Aber was hat der Herr dir gesagt? Qu'est-ce que le Seigneur dit à ton cœur? Was sagt der Herr dir zu deinem Herzen? As-tu besoin de 5, 10, 20, 30 personnes? Brauchst du 10, 20, 30 Leute? Pour ouvrir ta bouche et parler de Jésus? Um deinen Mund endlich aufzutun und von Jesus zu sprechen? Oui, on a la force d'aller parler de Jésus à 100 km, à 200 km, prendre l'avion, aller dans un autre pays. Ja, wir haben Kraft, den Herrn zu verkünden, 100 km weiter, 200 km weiter oder sogar in einer Distanz, die man mit dem Flugzeug überqueren muss. Et qu'est-ce que le Seigneur dit de ton voisinage? Aber was sagt der Herr, was möchte der Herr deiner Umgebung sagen? Un peu s'assoupir. Ein bisschen schlummern. Un peu dormir. Ein bisschen noch schlafen. Mais quand on arrive à l'assemblée, aber wenn wir in die Versammlung kommen, on est le puissant chrétien, dann sind wir mächtige Christen. On sautille, dann springen on wir. Fait tout ça autant de choses, dann tun wir so viele Dinge. En fait, on est paresseux. Aber im Hintergrund sind wir eigentlich faul. Un bon paresseux. Sehr faul. Et chaque jour le Seigneur dit. Und jeden Tag ruft der Herr. Mon fils. Mein Sohn. Stop cette chose. Hör auf mit diesem. Avance. Geh weiter. Ma fille. Meine Tochter. Arrête ça. Hör auf. Un peu d'assoupissement. Ein bisschen noch schlummern. Un peu dormir. Ein bisschen noch schlafen. On veut commencer là où le feu est déjà là. Wir möchten nur da arbeiten, wo es schon Feuer gibt. Et si on ne fait pas attention, c'est nous qui allons éteindre ce feu. Und wenn wir nicht damit, wenn wir nicht aufpassen, dann löschen wir selber noch dieses Feuer aus. Avec notre comportement. Mit unserem Verhalten. Notre caractère. Mit unserem Charakter. Notre manière de fonctionner. Mit unserer Art und Weise, wie wir die Dinge tun. Les soucis. Die Sorgen. Et on ne travaille même plus pour notre armure. Und wir arbeiten überhaupt nicht mehr on für unsere Rüstung. On ne travaille même plus pour cette barrière. Für diese Mauer. Il est dit que le paresseux. Es steht geschrieben, der Faule. L'armure est tombée. Bei dem Faulen ist die Mauer eingebrochen. Le mur était écroulé. Die Mauer ist zerstört worden. Quand le Seigneur m'a parlé de ça. Als der Herr zu mir über diese Dinge sprach. Vous ne voulez pas pleurer. Ihr wollt moi, nicht weinen. Moi, je pleurais. Ich hab hier geweint. J'avais honte. Ich schämte mich. J'avais honte. Ich schämte mich. Je disais, Seigneur. Ich sagte, Herr. Autant d'années. So viele Jahre. Où sont les fruits? Wo sind die Früchte? Où sont les fruits? Wo sind die Früchte? Il y a tellement de personnes qui cherchent Jésus-Christ. Viele Leute suchen Jesus Christus. Mais on est là, c'est piquant pour nous. Aber wir sind da und stechen uns selber nieder. J'ai un petit groupe de quelques personnes. Nur eine kleine Gruppe von kleinen Personen. 5 personnes. 5 Leute, 10 Leute. Tu veux quelques groupes monter comme un roi. Und da möchtest du dich schon aufführen wie ein König. Il y a tellement de personnes qui meurent chaque jour et qui partent en enfer. Und draußen sterben so viele Leute. Ich habe mich so geschämt. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Seigneur,
Ich schämte mich. Tu parles seulement le noir. Du sprichst nur mit Schwarzen. Tu ne parles pas allemand. Du sprichst gar nicht mal mit Deutschen. Tu ne veux pas apprendre la langue. Du willst nicht mal die Sprache gut kennenlernen. Tu n'as même pas encore une Bible en allemand comme ça. Du hast noch nicht mal eine deutsche Bibel aufgeschlagen. J'ai eu honte. Ich habe mich geschämt. J'avais honte. Ich hatte mich geschämt. Paresseux. Du Fauler. Dans tes épines, dans tes soucis. Paresseux. In deinen Nesseln, starken Sorgen. Du Fauler. Ich habe mich geschämt. Proverbe 6. Sprüche, Kapitel 6. Herr, dein Name sei gelobt. Proverbe 6. Partie du verset 6. Ab Vers 6. Va vers la fourmi. Geh hin zur Ameise. Paresseux. Du Fauler. Considère ses voies et deviens sage. Zieh ihre Wege an und werde weise. Elle n'a ni chef. Sie hat keinen Anführer. Ni maître. Keinen Aufseher. Elle prépare en été sa nourriture. Und Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Elle ne cherche même pas que les gens viennent. Sie hat nichts damit zu tun, dass die Leute zu ihr kommen. Ni maître. Ni chef. Pas de chef. Sie hat keinen Herrn, sie hat keinen Anführer. Mais prépare sa nourriture. Aber sie bereitet ihre Nahrung vor. Seigneur, allez-y apprendre des animaux. Und der Herr sagt, lernt mal von den Tieren. Je me rappelle en 2001. Ich erinnere mich an das Jahr 2001. Je suivais un message. Und ich habe eine Predigt verfolgt. Et la personne qui prêchait disait, und diese Person, die da predigte, sagte, en fait, le Seigneur lui a donné une prophétie. Der Herr hatte ihm eine Prophezeiung gegeben. Et il disait, und er sagte, les temps sont en train de changer. Die Zeiten ändern sich. Je vous dis, c'était en 2001. Das war 2001. Et il disait que ce que tu vas semer maintenant, und er sagte, was du jetzt sähst, lorsque les temps deviendront difficiles, wenn die Zeiten schwerer werden, ces choses que tu aurais gardées dans ton grenier, diese Dinge, die du in deinem Speicher aufgewahrt hast, t'aideront dans le futur, dans les temps difficiles. Werden für die zukünftige schwierige Zeit dienen. Je me rappelle dans cette prophétie. Und ich habe mich an diese Prophezeiung erinnert, die über Homosexualität sprach. Und die Art und Weise, wie Unzucht immer mehr wird und so viele Dinge. Il disait, priez! Und er sagte, betet! Parce que les moments difficiles arrivent. Denn so schwierige Zeiten werden kommen. Là, vous avez la possibilité de prier. Wo ihr Möglichkeit habt zu beten. Mais un temps arrive. Es kommt eine Zeit, vous n'aurez plus de force. Wo ihr keine Kraft mehr habt. Oh, je me rappelle très bien de ce jour-là. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an ce message, je l'ai jusqu'aujourd'hui dans ma voiture. Und diese Botschaft befindet sich heute noch in meinem Auto. Chaque fois, je l'écoute. Und jedes Mal, wenn ich sie anhöre, je dis, wow, sage ich, wow, Seigneur, Herr, tu avais parlé. Du hast gesprochen. Et effectivement, und tatsächlich, vous allez tous témoigner, werdet ihr mir alle bezeugen können, comment c'est souvent lourd de prier dans ce pays. Wie schwer es in diesem Land oft ist zu beten. Aujourd'hui on est fort. Heute sind wir stark. On avance. Und wir gehen voran. Et tout d'un coup, und auf einmal, il y a quelque chose qui nous ramène en arrière. Irgendwas, was uns zurücktreibt. On perd les forces. Wir verlieren unsere Kräfte. Man
man kann nicht mehr fassen. On dit non, on va jeûner. Und wir sagen, nee, jetzt werden wir fasten. On jeûne, on jeûne, on jeûne. Ich faste, ich faste, ich faste. On sent une force. Und dann spüren wir die Kraft. Dès qu'on sort du jeûne. Und dann, wenn wir aus dem Fasten rauskommen, on retourne en arrière. Dann gehen wir schon wieder zurück. On se retourne dans le péché pas possible. Und wieder befinden wir uns in unmöglichen Sünden. On se voit en train de dire, de regarder les choses qu'on avait abandonnées. Man sagt Dinge, man sieht Dinge an, die wir schon gelassen haben. Le monde rentre petit à petit en nous. Und die Welt kommt wieder mehr und mehr in unser Herz. On essaie de lutter. Und wir wollen kämpfen. On dit non, Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Und man sagt, nein, Herr, ich bin ein Kind Gottes. Nein. Non. Nein. On résiste un peu. Und man widersteht ein bisschen. Mais demain, aber morgen, on essaie de se lever. Wollen wir auch wieder aufstehen. Tout est bon encore lourd. Und alles wird wieder schwer. Et ce monsieur disait, und dieser Herr sagte, en Europe, in Europa, il voyait une couche noire qui se posait sur l'Europe comme ça. Über Europa sah eine schwarze Decke, die sich über den ganzen Kontinent ausbreitete. Wie eine Wolke. Le mal. Das ist das Böse. Le mal qui agit dans les pensées des hommes. Das ist das Böse, das in den Gedanken der Menschen agiert. Là où les chrétiens ne savent même plus remarquer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Da wo Christen nicht mal mehr wissen, was gut und was schlecht ist. Oh, ça, les femmes portent aussi les hot pants. Frauen tragen hot pants. Les poitrines dehors. Und die Brüste schauen raus. Dans les assemblées. In den Gemeinden. Les hommes regardent les femmes avec un regard aussi convoiteur. In den Gemeinden schauen die Männer die Frauen mit einem begierigen Blick an. On est bombardé. Und wir werden bombardiert. Chaque jour par des pensées impures. Durch schlechte Gedanken. Il disait le mal va augmenter. Dieser Mann sagte, das Böse wird zunehmen. Si tu ne mets pas les choses dans ton grenier maintenant. Wenn du nicht jetzt Dinge in deinen Speichern hast. Lorsque les choses augmenteront. Dann wird, wenn die Dinge schwieriger werden, tu n'auras pas de force pour combattre. Wird deine Kraft vergehen und oh oui. Nicht mehr kämpfen. Reste encore dans tes distractions. Bleib weiter in deinen Ablenkungen. Oui. Continue à dire, les autres ne sont pas là, les autres ne sont pas là. Ja, mach weiter damit zu sagen, ach, die anderen sind eh nicht da. Continue à dire, on ne prie pas avec moi. Ja, mach weiter damit zu sagen, nee, du bist mit mir und keiner mag mich. Au lieu de travailler pour ton salut. Anstatt dass du für dein Heil arbeitest. Au lieu de travailler pour toi. Anstatt dass du für dich selber arbeitest. Mets les choses dans ton grenier. Und Dinge in deinen Speicher einladen. Apprendre de la fourmi. Und von der Ameise lernst. Qui n'a ni maître. Die keinen Herrn hat. Ni chef. Die keinen Gebieter hat. Mais qui ramasse. Aber die sammelt. Qui travaille. Und arbeitet. Pour l'hiver. Dafür, wenn der Winter kommt. Paresseux, lève-toi! Du Fauler, steh auf! Les soucis. Die Sorgen. Les querelles. Die Streiter. Les rancunes. Die Hass. Hasssucht. Groll. Cherchez à plaire aux hommes. Den Leuten gefallen mögen. Attendre tel ou tel ou tel. Und den und den und den erwarten. Ah! Das ist es. Mais quand on dit, nous, on va travailler. Und wenn man sagt, kommt und wir arbeiten. Ah non, cela. Dann hört man nur Gemurre. De toute façon. Auf jeden Fall. La conférence de Wuppertal. Ist die Konferenz in Wuppertal. C'est papa, c'est pour papa Bernard. Diese Konferenz in Wuppertal gehört sowieso Papa Bernard. Mais le message s'adresse aux frères et sœurs de l'Allemagne. E-Mail geht auch an Brüder und Schwestern in Deutschland. Les frères et sœurs de l'Allemagne. Brüder und Schwestern von Deutschland. Paresseux. Ihr Faulen. Tu veux rester là-dedans? Du Fauler, möchtest du weiter so bleiben? Chaque soir. Jeden Abend. Le Seigneur dit. Sagt der Herr. Prie. Bitte. Prie. Bitte. Prie. Bitte.
que feras-tu? Was wirst du dann tun? Un peu d'assoupissement. Ein bisschen schlummern. Un peu dormir. Ein bisschen noch schlafen. Vous connaissez la suite. Und ihr kennt die Folge. Alléluia! Amen. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr mich eigentlich? Ça vous fait mal? Tut euch das nicht weh? Ah, ça vous fait pas mal, hein? Tut euch nicht weh? Moi, j'ai eu honte! Ich hab mich so geschämt. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Ja, es gibt eine Zeit für alles. Mais il y a un temps de préparation. Es gibt aber auch eine Zeit der Vorbereitung. Le Seigneur me dit, mais William. Der Herr sagt mir, William. Mais si vous m'appelez Seigneur. Wenn ihr mich doch Herr nennt. Mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Was, warum tut ihr dann gar nicht, was ich attends, euch sage? Si tu dis que moi je suis Seigneur. Wenn du zu mir sagst, ich bin dein Herr. Okay. Je suis ton maître. Ich bin dein Herr. Je suis ton patron. Ich bin dein Chef. Dein Boss. Ton Boss. Pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis de faire? Warum tust du dann nicht, was ich gesagt habe, dass du tun sollst? Après, lorsque tu seras en enfer? Und nachher, wenn du in die Hölle gehst? Ah, Seigneur, si je savais! Oh Herr, wenn ich das gewusst hätte! Si seulement je savais! Wenn ich das nur gewusst hätte! Si seulement j'avais écouté ce gars avec les lunettes là! Wenn ich nur diesen Typen mit der Brille angehört hätte. Si seulement je savais. Wenn ich nur gewusst hätte. Moi je ne veux plus faire ça. Ich möchte nicht mehr faul sein. Le Seigneur dit à Josué. Der Herr sagt zu Josua. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Schau nicht nach links noch nach rechts. Et tout ça pourquoi? Und warum? Afin de réussir dans quoi? Dans tes entreprises. Du Erfolg habest in deinen Unternehmungen. Les gens de la prospérité ont cru que c'était vraiment les GmbH. Die Leute des Wohlstandsevangeliums dachten dabei an GmbHs. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Schau nicht zur linken okay. Noch zur rechten. Si les frères ne sont pas là. Wenn die Brüder nicht da sind, Jésus avec moi. Aber dann ist doch Jesus mit mir. Si on a pas donné l'assemblée, Jésus avec moi. Wenn wir es nicht geschafft haben, uns zu versammeln, dann ist doch immer Jesus da. Mais les frères, ils auront un rencontre au Seigneur. Die Brüder müssen sich selbst vor Gott verantworten. Moi aussi, j'aurai un rencontre au Seigneur. Ich selbst muss mich vor Gott verantworten. Pourquoi vais-je écouter tous ces voleurs et tous ces bandits qui font des ordres ici en Allemagne? Warum soll ich mich beschäftigen mit all diesen Dieben und den Banditen, die sich hier in Deutschland rumtreiben? Je suis un enfant de Dieu. Ich bin ein Kind Gottes. Mais je sais que ce que je suis en train de faire, c'est mauvais, mais je change, c'est tout. Ich weiß, dass das, was ich gerade tue, böse ist. Dann brauche ich mich einfach nur zu ändern. Alléluia! Amen. Paresseux. Fauler. Lève-toi. Steh auf. Les 10 vierges ont entendu le son de la trompette. Die 10 Jungfrauen haben diesen Klang der Posaune gehört. Voici l'époux. Da ist der Bräutigam. Il est temps de se lever. Es ist Zeit, dass wir uns aufstehen. Et de travailler. Um zu arbeiten. Sans regarder à gauche ni à droite. Wir wollen dabei nicht links noch rechts schauen. Si y en a qui veulent venir, alléluia. Wenn Leute kommen wollen, halleluja. Vous pouvez, si y en a qui veulent venir lorsqu'il y a le feu. Ok, attendez quand le feu viendra, parce que franchement, le feu viendra. Wenn es andere gibt, die warten wollen, bis das Feuer kommt, dann sollen sie warten, denn das Feuer wird kommen. Mais on veille.
Leute sind gekommen und haben das Feuer gelöscht. Les frères et sœurs se rendent compte, ils s'éteignent le feu. Leute, ohne dass es vielleicht selber merken, löschen das Feuer wieder aus. Avec les problèmes, les chichi et les gna-gna. Mit komischen Problemen und Kleinigkeiten. Chichi und gna-gna. Zimperlichkeiten. Alléluia. Amen. Bon, comme vous attendez lorsqu'il y a le feu, wenn ihr darauf wartet, dass schon Feuer gibt, maintenant nous là, und wir, on s'est dit, sagen uns, on va veiller davantage. Dann werden wir noch mehr wachen. On va veiller davantage. Wir werden noch mehr aufpassen. Si tu dis que tu es une sœur en Jésus-Christ, wenn du sagst, ich bin Schwester, on va regarder les fruits. Dann werden wir uns die Früchte anschauen. C'est pas parce que tu as prophétisé. Nicht weil du mal Prophezeiungen gegeben hast. On va faire passer la loupe sur toi comme ça. Wir werden dich mit der Lupe anschauen. Là où il y a le désordre. Und da wo es Unordnung gibt. On mettra de l'ordre. Da werden wir Ordnung bringen. Alléluia. Halleluja. On mettra de l'ordre. Wir werden Ordnung bringen. Parce qu'à cause de notre désordre. Weil wegen unserer Unordnung. Les choses retardent, retardent, retardent. Werden Dinge verlangsamt und verlangsamt und parce verlangsamt. Parce qu'on regarde à gauche et à droite. Denn wir schauen nach rechts und nach links. Les gens profitent. Und die Leute mischen sich ein. Et font n'importe quoi. Und tun, was sie wollen. On va veiller, hey, on va veiller. Passen und wachen. On va veiller, on va regarder les fruits maintenant. Wir werden wachen und genau les deine Früchte maintenant. Genau deine Früchte betrachten. Amen. Amen. On verra. Und dann werden wir sehen. La différence. Den Unterschied. Entre celui qui sert Dieu. Zwischen dem, der Gott dient. Et qui ne le sert pas. Und zwischen dem, der Gott nicht dient. Même si tu as des manières, tu peux te couvrir de la tête jusqu'au pied. Auch wenn du eine gewisse Art und Weise hast, eine Fromme, du kannst dich von oben bis unten bedecken. Tu peux porter le foulard comme tu veux. Du kannst Schleier tragen, wie noch mal was. Mais si tu fais de n'importe quoi. Aber wenn du tust, was ich nicht gebe, dann werden wir dich fangen. On ne peut plus faire le travail de nous-mêmes. Wir wollen nicht mehr unsere eigene Arbeit. On veut laisser Jésus travailler maintenant. Wir wollen Jesus arbeiten lassen. Et quand Jésus travaille, Jesus arbeitet, il attrape les gens qui se cachent derrière les voiles. Dann fängt die Leute, die sich hinter dem Schleier verstecken. Lui-même, il fait tomber le voile. Und er macht, dass der Schleier fällt. Und dann sagt alle, ah, so ist das mit dir. Es ist Zeit, dass du dich bekehrst. Und wenn du es nicht tust, möchten wir trotzdem weitergehen. Sünde bleibt Sünde. Ôtez le péché du milieu de vous. Tut die Sünde aus eurer Mitte weg. Voici comment on va travailler maintenant. So müssen wir jetzt arbeiten. On va regarder les fruits. Wir schauen uns Früchte an. Qui aime Jésus-Christ. Von diesen, die Jesus lieben. Nous allons courir ensemble. Wir werden miteinander laufen. Alléluia. Ceux-là qui aiment Jésus-Christ. Diejenigen, die Jesus lieben. Nous irons ensemble. Mit denen werden wir gemeinsam marschieren. Oh, je n'aime pas comment le frère parle. Ah, ich mag nicht, wie der Bruder da spricht. Aber il aime Jésus. Er liebt Jesus. Et ce qu'il dit là, und was er sagt, c'est la vérité. Ist die Wahrheit. Ça me fait mal. Das tut mir weh. Mais quand même, aber trotzdem, c'est la vérité. Das ist die Wahrheit. Et quand j'ai l'amour de la vérité, ich habe die Wahrheit, même si ça fait die mal, Wahrheit, die Liebe im Herzen und je change tout, seulement. Möchte ich parce que c'est pour mon bien. Weil es tut mir gut. Es ist für mein eigenes Wohl. Es ist für mein Wohl. Halleluja. Halleluja. Und dann gehen wir zusammen. Nous ne reculons pas. Wir gehen nicht mehr zurück. Oh. Proverbes. On est sans le wir bleiben. Halleluja. Halleluja. Wir bleiben die ganze Zeit schon in den Sprüchen. Merkt ihr das? Halleluja, Heiliger Geist. 30. Oh Jésus. Proverbe 30, verset 24. 30, vers 24. Il y a ce
sur la terre. Auf der Erde. Quatre animaux petits. Vier sind die Kleinen der Erde. Et cependant des plus sages. Und doch sind sie wohl erfahrene Weise. Les fourmis peuvent sans force. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, préparent en été leur nourriture. Und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Les dormants, peuple sans puissance. Die Klippdachse, ein nicht kräftiges Volk, placent leur demeure dans les rochers. Und doch legen sie im Felsen ihre Wohnungen an. Les sauterelles n'ont point de roi. Die Heuschrecken haben keinen König. Et elles sortent toutes par division. Und doch ziehen sie allesamt aus. Le lézard saisit avec les mains. In geordneten Scharen. Et se trouve dans les palais des rois. Die Eidechse kannst du mit Händen fassen. Alleluia! Doch ist sie im Königshaus. Les animaux petits. Das sind die kleinen Tiere. Ne regardez ce que le Seigneur fait. Schaut mal, was der Herr mit ihnen macht. Regardez la grâce qu'il y a dans ces animaux. Schaut mal, welche Gnade der Herr auf diese Tiere legt. Alleluia! Alléluia. Amen. Regardez la sagesse qui se trouve dans leur vie. Seht euch mal diese Weisheit an in ihrem Leben. Quand je lisais ça, je disais, oh Seigneur Jésus. Als ich das gelesen habe, sagte ich, Herr Jesus. Je ne veux plus être paresseux. Ich möchte nicht mehr faul. Je ne veux plus être paresseux. Ich möchte nicht. Parce que lorsque je suis paresseux, weil wenn ich faul bin, je fais tomber le mur qui est devant moi. Reiße ich diese Mauer ein, protection. Diese Schutzmauer. L'ennemi entre. Dann kommt der Feind. Sème la cisanie dans ma vie. Und sät in meinem Leben Unordnung. Fait du désordre. Und sät Unkraut. Mais j'ai dit c'est fini. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Qui sont ceux qui disent aussi que c'est fini? Amen. Wer sagt, jetzt ist Schluss? Qui reconnaît qu'il était tombé dans la paresse? Wer erkennt an, dass er selber faul geworden ist? Et là, c'est terminé. Aber jetzt ist Schluss damit. Je ne suis plus là pour regarder à gauche ou à droite. Ich möchte nicht mehr nach links noch nach rechts sehen. Dieu a un plan pour ma vie. Denn Gott hat für mein Leben einen Plan. Dieu a un plan avec moi. Gott hat mit mir einen Plan. Avant même que je ne naisse. Bevor ich geboren wurde. Avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère. Dieu me connaissait déjà. Kannte Gott mich schon. Il m'avait déjà établi. Er hatte mich schon eingerichtet. Eingesetzt. Quand je regardais ces animaux-là, wenn ich diese Tiere hier ansehe, mon cœur commence à chauffer. Beginnt mein Herz zu. Mais quand je suis arrivé au verset 30, und wenn ich im Vers 30 sehe, Rebababa Sakarababariada. Quand je suis arrivé au verset 30, als ich im Vers 30 angelangt bin, da stand der Löwe, der Helm unter den Tieren, ne reculant devant qui que ce soit, der von niemandem kämpft. Dann bin ich gesprungen und habe gesagt, yeah! Il ne recule pas. Er geht nicht zurück. Ah non, là, Seigneur, ah non, là, franchement, là. Oh, Herr, nein. On essuie les larmes, là. Nein, da. Et non, là, Seigneur, là, maintenant, c'est maintenant une autre phase, là. Da wischen wir uns die Tränen ab und sagen wir, Herr, jetzt kommen wir in eine neue Phase. Ich möchte nicht mehr schlafen. Je ne veux plus être paresseux. Ich möchte nicht mehr faul sein. J'en ai marre. Mir reicht's. Le lion. Der Löwe. Il ne recule pas. Geht nicht zurück. Le regard des hommes ne lui dit rien. Die Betrachtungsweisen, die Blicke der Menschen sagen überhaupt nichts. Wenn der Herr sagt, öffne den Mund und sprich, dann schaut er nicht mehr, wer sitzt da rechts, sondern er brüllt. Amen. Alleluia. Amen. Il ne recule devant qui que ce soit. Er macht von niemandem Halt. Il n'a pas peur. Er hat nämlich keine Angst. Seigneur. Herr. Si seulement vous pouvez comprendre. Wenn ihr nur verstehen könntet. Le cheval. Das Pferd. Tout équipé. Il a l'équipement sur lui. Das Pferd ist so ausgerüstet. So ausgerüstet. Équipé. Traduction en français. Sont ausgerüstet.
tellement équipé. Alléluia. Amen. Il a travaillé, il a pris tout, l'armure ici, comme ça. Il est équipé. Das Pferd ist aufgeladen und hat eine Rüstung an. Mais les gens ne sont pas équipés. Aber die Leute sind nicht ausgerüstet. Les gens n'ont même pas pour le temps de s'équiper. Die wollen sich nicht mal mehr aufladen oder ausrüsten. Ils se déclarent déjà pasteur et prophète. Sie sagen, sie ernennen sich selber schon zu Pastor und Propheten. Même au téléphone, ils sont déjà prophète tel. Sogar am Telefon antworten sie schon Prophet so und so. Mais ils sont pas équipés. Aber sie sind nicht gerüstet. Si Satan décide de cogner chez eux là. Wenn Satan sie angreifen möchte. Ça va devenir la folie. Dann wird's furchtbar werden. Donc c'est encore la grâce du Seigneur qui les garde. Und somit ist es noch die Gnade Gottes, die sie noch am Leben hält. Dans leur folie. In ihrer Dummheit. Ils sont déjà les assemblés. Haben sie noch Versammlungen? Mais ils n'ont pas cherché à s'équiper. Aber sie haben sich nicht ausrüsten wollen. Mais équipe-toi. Der Herr sagt, rüste dich. Non. Nein. J'ai reçu la parole du Seigneur. Ich habe das Wort des Herrn empfangen. Mais les choses dans ton grenier. Aber diese Dinge in deinen Speichern musst du tun. C'est vide. C'est vide, ton grenier. Dein Speicher ist völlig leer. Mais équipe-toi. Rüste dich. Venez, on va faire un peu de rassemblement pour parler un peu de la parole. Kommt, wir versammeln uns ein bisschen und sprechen über das Wort Gottes. Les enseignements. Die Lehren. Les bases. Die Grundlagen. Hier, on était là, on a parlé du péché. Hein? C'est ça, non, le péché. Gestern haben wir über Sünde gesprochen. Das ist Sünde. Mais on a vu comment il y a plein de choses sur le péché qu'on ne connaît pas. Vrai, faux. Wir haben hier gestern über Sünde gesprochen und haben gemerkt, es gibt so viele Dinge, die wir noch gar nicht wissen. Wir sind nicht gut ausgerüstet. Es gibt Leute hier, die Jesus Christus gar nicht in ihrem Leben angenommen haben. Weil wenn du die Früchte anschaust, dann siehst du das böse und schlechte Herz. Diese Leute wirklich Jesus Christus angenommen. Jesus Christus, der kommt, um dein Leben völlig zu ändern. Aber wenn du schaust, möchten die Leute Jesus ändern. Sie möchten zu Jesus sagen, wenn ich so eine komische Frisur habe, dann geht das doch auch. Und da unten vor dem Spiegel, sagt eine Stimme zu mir, du Angeber, du bist stolz. Du bist Angeber. Mais tu continues toujours. Aber du machst immer noch so. Orgueilleux, du bist stolz. Ils vont me voir aujourd'hui. Heute werden sie mich sehen. Et puis, des marches même bizarres, ils vont me voir aujourd'hui. Und du gehst so komisch und denkst, accepte Jésus dans ta vie. Alle Leute werden mich anschauen. Akzeptiere Jesus in deinem Leben. Devant le miroir. Vor dem Spiegel. Une petite jupe comme ça. Ein kleiner Rock. La poitrine, c'est dehors, hein? Und diese Brust hängt draußen. Ja. Und ils vont voir ma poitrine aujourd'hui. Und sie werden mich heute anschauen. Accepte Jésus Christ dans ta vie. Pour rien. Nimm Jesus in deinem Leben. Mais les gens t'en ont fait pour ça. Parce qu'on leur a fait croire qu'ils étaient sauvés. Man hat diesen Leuten Glauben gemacht, dass sie schon errettet haben. Parce qu'ils ont répété, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Denn sie haben nachgesprochen, Herr Jesus Christus, ich nehme dich als meinen Herrn und Heiland an. Mais ils continuent dans le péché. Aber sie machen weiter mit dem Sünde. Sie haben Freundinnen. Ils sont pas mariés, ils couchent ensemble. Sie sind nicht verheiratet und schlafen miteinander. Sie leben in Sünde. Mais ils veulent expliquer ça. Aber sie möchten sich erklären. Dans la Bible, il est dit la fornication, les fornicateurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. In der Bibel steht, dass die Unzüchtigen nicht ins Reich Gottes gehen. Fornicateur, c'est celui qui couche avec une fille qui n'est pas sa femme. Die Unzüchtigen sind diejenigen, die mit einem Mädchen schlafen, das gar nicht ihre Frau ist. Il y en a qui pensent que quand on regarde une femme avec convoitise, parce que c'est qui c'est l'adultère, ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils ne sont pas mariés. Manche sagen, wenn in der Bibel steht, du sollst keine andere Frau, die andere Frau eines anderen nicht anschauen,
betrifft eh doch nur die Verheiratung. Laissez-moi vous informer. Ich möchte euch heute informieren. Dans l'adultère se trouve la fornication et la publicité. Im Ehebruch ist auch Unzucht und Ausschweifung drin. Un fornicateur ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Ein Unzüchtiger geht nicht ins Himmelreich. Celui qui couche avec une fille sans l'avoir épousée. Derjenige, der mit einem Mädchen schläft, ohne dass es sie geheiratet hat. Die Tor der Hölle ist so weit offen. Tu peux discuter comme tu veux. Du kannst dich verteidigen, wie du möchtest. Tu peux croire que la terre est carrée. Du kannst behaupten, die Erde ist viereckig, mais das ist sein Problem. Aber die Hölle existiert. Les menteurs ne rentreront pas au royaume des cieux. Und die Lügner gehen da nicht rein ins Himmelreich. Les voleurs ne rentreront pas au royaume des cieux. Auch die Diebe gehen nicht ins Himmelreich. Que tu le crois ou non. Ob du es glaubst oder nicht. Attends moi, tu sauras. Warte ein bisschen, dann wirst du es wissen. Alleluia! Alleluia! Amen. Il faut qu'on parle des choses comme ça. Wir müssen über diese Dinge sprechen. Si tu es avec ta femme à la maison, wenn du zu Hause mit deiner Frau bist, tu t'entends pas avec elle, und dich nicht mit ihr verstehst, tes prières, il faut prier. Dann kannst du alle deine Gebete vergessen. Tu vas prier, prier, le cap à sa tournée, mais c'est fermé. Aber der Himmel ist verschlossen. Le Seigneur dit que les hommes soyez sages dans vos relations avec vos femmes. Die Bibel sagt, ihr Männer seid heilig in eurem Umgang mit euren Frauen. C'est le sexe faible. Denn das schwache Geschlecht. Afin que vos prières soient exaucées. Mit dem schwachen Geschlecht müsst ihr gut umgehen, damit eure Gebete erhört werden. Kann euch vielleicht nerven, so wie ich hier spreche oder schreie. Aber ich glaube, das ist die Wahrheit, denn da steht es drinnen. Also du kommst hierher. Und du und deine Frau, ihr versteht. Und du singst recht scheinheilig. Und wenn hier eine Bombe losgeht, dann werden wir an einer Hand abzählen können, diejenigen, die in den Himmel kommen. Ja, wir warten auf die Entrückung. Mais on peut aussi mourir, hein? Aber wir können auch sterben. Toujours dans le péché. In der Sünde. Tu pries un faux Dieu. Dann betest du einen falschen. Tu pries un faux Jésus. Du betest einen falschen Jesus. Ihr braucht nicht glauben, dass der Heilige Geist das tut. Es gibt. Tu crois que Marie c'est le chemin qui mène au ciel. Du betest immer noch Maria an, wenn du denkst, Maria ist der Weg zum Himmel. Laisse-moi te dire que c'est faux. Ich sage dir, es ist falsch. Et si tu continues de prier Marie? Und wenn du weitermachst mit der Maria, dann gehst du nicht in den Himmel. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Es gibt nur einen Weg zum Himmel. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Und sein Name ist Jesus Christus. Alleluia! Amen. Paresseux, réveille-toi! Steh auf! Lève-toi, paresseux! Steh auf, du Fauler! Arrête de laisser le péché entrer dans ta vie aussi facilement! Hör auf damit, die Sünde so einfach in dein Leben gehen zu lassen! Ne vous laissez pas! Oh mon Dieu, allons regarder ça ensemble! Wir schauen uns zusammen einen Vers an. Alleluia! Là, c'est maintenant la vitesse, là, il faut filer rapidement. Là. On quitte le proverbe. Amen. Nous donc aussi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Rejetons tout fardeau. Jede Bürde. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Le péché qui nous enveloppe aussi facilement. Die Sünde, die uns so leicht einlullt. Rejetons ces choses, frères et sœurs. Lehnen wir doch diese Dinge ab, Brüder und Schwestern. Un peu de sommeil. Ein bisschen Schlaf. Un peu d'assoupissement. Ein bisschen Schlummer. Und die Armut kommt. On a dit que le cheval était équipé. Man sagt, das Pferd war ausgerüstet. Il était équipé pour le combat. Gerüstet zum Kampf.
rencontrer. Gerüstet für alle diejenigen, denen er begegnen würde. Wir müssen uns rüsten. Et fuir le péché qui nous enveloppe aussi facilement. Und die Sünde fliehen, die uns so leicht einhüllt. Au nom tout puissant de Jésus. Im mächtigen Namen Jesu Christi. Un peu d'assoupissement. Ein bisschen Schlummer. Un peu de sommeil. Ein bisschen Schlaf. Un peu croiser les mains. Ein bisschen noch Hände falten. Vous connaissez la suite. Und ihr kennt, wie es weitergeht. Que Dieu soit loué au nom de Jésus Christ. Amen. Der Herr sei gelobt.